Europa in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Pest breitet sich aus. Etwa 25 Millionen Menschen sterben an der Epidemie. Ein Grund dafür: die Seuche trifft auf eine geschwächte Bevölkerung. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Der schwarze Tod, wie die Pest auch genannt wird, ist nicht aufzuhalten. Europa im späten Mittelalter. Der ganze Kontinent ist im Aufschwung. Der Handel beflügelt das Wachstum auf dem Land und in den Städten. Und die Landwirtschaft kann immer mehr Menschen ernähren, dank neuer Anbaumethoden. Vor allem die Dreifelderwirtschaft steigert die Erträge. Doch im 14. Jahrhundert beginnt ein neues, dunkles Kapitel des Mittelalters. England und Frankreich beginnen einen Krieg, der 100 Jahre dauern sollte. Handelsschiffe bringen 1347 eine tödliche Fracht nach Europa. Wahrscheinlich an den Küsten des Schwarzen Meeres haben sich Seeleute mit der Pest infiziert. In Europa trifft die Seuche auf eine geschwächte Bevölkerung. Sintflutartige Regenfälle haben zu Ernteausfällen und Hungersnöten geführt. Die katastrophale Hygiene in den dicht besiedelten Städten tut ein Übriges. Es gibt keine Kanalisation. Unrat wird einfach auf der Straße entsorgt. Der perfekte Nährboden für Schädlinge wie Ratten. Immer mehr Menschen infizieren sich mit der Seuche. Dabei wird das tödliche Bakterium nicht direkt von den Ratten übertragen, sondern durch den Biss von Rattenflöhen. Heute gilt die Pest in Europa als ausgerottet. Ihren Erreger findet man nur noch in den Panzerschränken von Laboren. Das Pestbakterium ist nur unter dem Mikroskop sichtbar. Dank moderner Antibiotika hat es seinen Schrecken verloren. Im Mittelalter sind die Ärzte machtlos. Hat der Erreger die Lunge befallen, gibt es keine Hoffnung auf Heilung. Die Lungenpest ist besonders heimtückisch. Wie sie übertragen wird, das wissen die Menschen damals nicht. Pestmasken, die mit ätherischen Ölen und Kräutern gefüllt sind, sollen vor Ansteckung schützen. Außerdem versuchen Ärzte, die Krankheit einzudämmen, indem sie die Toten aus den Städten schaffen lassen. Doch der schwarze Tod ist nicht aufzuhalten. In nur 4 Jahren breitet sich die Epidemie über fast ganz Europa aus. Nur wenige Gebiete, wie etwa in Polen, bleiben verschont. Mit dem Schwarzen Tod hält der Aberglaube Einzug in Europa. Viele sehen die Seuche als Strafe Gottes und versuchen, ihr durch Selbstgeißelung zu entkommen. Allmächtiger Gott, erbarme dich uns armen Sündern und erlöse uns von unserer Schuld! Doch Eiferer richten ihre Gewalt nicht nur gegen sich selbst, sondern auch gegen andere. Fast überall in Europa werden die Juden zu Sündenböcken erklärt. Sie werden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben. Es folgen Pogrome, selbst dort, wo die Pest gar nicht gewütet hat. Viele Christen haben Schulden bei den Juden und nutzen die Vorwürfe als Vorwand, um sich ihrer Gläubiger zu entledigen. Die Pest rafft fast ein Drittel der europäischen Bevölkerung hin, etwa 25 Millionen Menschen. Die Auswirkungen dieser Sterberate sind fundamental, sowohl auf die Wirtschaft der Zeit als vor allen Dingen auch auf die Mentalität der Bevölkerung. Man muss sich nur vorstellen, was es für uns bedeuten würde, wenn innerhalb weniger Wochen 20, 30 oder 40% der bundesdeutschen Bevölkerung plötzlich zu Tode kämen. Welches Leid das bringt und welche Auswirkungen das auf die Überlebenden hat. Doch das tagtägliche Sterben weckt auch Lebenslust. Den sicheren Tod vor Augen
wollen viele Menschen ihre letzten Tage in Saus und Braus genießen. Viele schlagen über die Stränge oder verprassen ihr Geld, setzen sich über Sitte und Moral hinweg, ohne daran zu denken, dass sie auch überleben könnten. Ja, es sollte noch viele Jahre dauern, bis sich der Kontinent vom schwarzen Tod erholt und die Städte an ihre alte Blüte anknüpfen können. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr noch mehr zu Seuchen in der Geschichte wissen wollt, dann schaut einfach mal hier vorbei. Da findet ihr ein Video dazu und direkt darunter könnt ihr klicken, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren wollt. Das empfehle ich euch absolut, denn dann verpasst ihr künftig kein neues Video mehr. Danke euch fürs Abonnieren, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.